Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelia Stevens-Würzig und ich bin der virtuelle Coach von ShelliaStevens.com, wo wir Experten und Teams zeigen, wie sie ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. In dem heutigen Videoblogbeitrag geht es um die Nummer 1 Priorität, die Sie wissen sollten, um die höchste Kreativität, die beste Ideen, die beste Ausstrahlung und Kundenanziehung zu erreichen, überhaupt. Interessiert Sie das? Ich denke schon. Und zwar, ich komme gerade aus USA. Also wir sind vor ja, 2 Tagen gelandet und ich fliege darüber alle 4 Monate in etwa und treffe mich dort mit einer riesigen Gruppe von Entrepreneure aus der ganzen Welt und auch mit meiner Mentorin Fabian Fredrickson. Und dieses Mal haben wir es etwas anders gemacht als sonst. Normalerweise fliege ich darüber. Ich gehe auf dieses Event, was 2 bis 3 Tage Zeit in Anspruch nimmt, was irrsinnig viel Spaß macht. Und dann gehe ich in Urlaub, meistens danach, so in der 2. Woche. Dieses Jahr haben wir das anders gemacht. Wir haben zuerst Urlaub gemacht, unsere Energie wieder getankt, die Sonne getankt. Alles an Arbeit abgelegt, was es zu tun gab und uns entspannt. Und dann bin ich zu dem Event gegangen. Und das war eine gänzlich andere Erfahrung als die vielen, vielen weiteren Malen, wo ich das umgekehrt gemacht habe. Vielleicht kennen Sie das auch in Ihrer Arbeit. Sie haben viel zu tun und zu jonglieren. Wenn Sie Unternehmer oder Unternehmerin sind, Coach, Trainer, Berater, das ist meine Zielgruppe, die solche Videos von mir anhören. Dann haben Sie mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft. Zum einen Ihr Marketing- und Kundengewinnungsmaßnahmen, zum anderen die Auslieferung Ihrer Dienstleistungen, die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden und Klienten, die bestehenden. Oder Ihre Produktinnovation, die Zeiten, wo Sie überlegen, wie Sie neue Programme und Produkte entwickeln können. Aber auch Administration und, und. Und das Leben kommt noch dazu, gell? Mit der Familie, Freunde sich treffen, Hobbys und so weiter und so fort. Und wenn Sie so sind wie ich, dann haben Sie sicherlich To-Do-Listen, Pläne, Zeitmanagement und all das. Und Prioritäten ist wichtig und Zeitmanagement ist wichtig. Aber eine Sache, die noch wichtiger ist, und dieser, ja, sie fällt irgendwo ab vom Radar. Sie ist irgendwann mal da und dann wieder nicht da. Jedenfalls bei mir. Und ich kann nicht genug oder oft genug daran erinnert werden. Und zwar diesen einen Satz. Hilf mir dabei. Get in the vortex and then. Vom Abraham Hicks. Kennen Sie das? Das heißt, kommen Sie in Ihren ganz persönlichen, individuellen Flow-Bereich, wo es Ihnen gut geht, wo Sie inspiriert sind, wo Sie erholt sind und energetisch sind, wo Sie gut gelaunt sind und optimistisch. Kommen Sie in den Bereich. Und dann machen Sie Ihre andere Arbeit. Das müsste Ihre und auch meine Nummer 1 Priorität sein. Aber vielleicht kennen Sie das auch. Sie denken, ja, wenn ich meinen Blogbeitrag geschrieben habe, dann vielleicht habe ich Zeit danach in den Flow-Bereich zu kommen. Oder vielleicht, wenn ich den Vertrag fertigstelle für den Auftrag, den ich ans Land gezogen habe, dann werde ich mir Zeit nehmen, um in den Flow, im Flow-Bereich zu bekommen. Und wir schieben das vor uns her und wir schieben das vor uns her und wir schieben das vor uns her. Und es dauert nicht lange und es passiert was mit uns. Wir sind erschöpft, unsere Vibration ist niedriger, also die Vibration meine ich damit, die Art und Weise, wie sie auftauchen in der Welt, die Ausstrahlung, die sie nach außen geben, wenn sie in ihrem Flow-Bereich sind, das flacht ab. Das ist alles andere als Kunden anziehen. Das ist alles andere überhaupt als Anziehen für anderen. Wann wollen Menschen mit ihnen zusammen sein oder mit mir, wenn ich in meiner guten, hohen Vibration bin? Und was passiert noch ist, dass Sie an einen Punkt kommen, wo Ihre so geliebte Arbeit, die Sie aus Leidenschaft tun und begonnen haben, dass es gar alles andere als Liebe sich anfühlt. Es ist einfach so etwas wie eine Last. Es ist eine Anstrengung. Und überhaupt beginnt alles sich wie eine Anstrengung sich anzufühlen. Kennen Sie das auch? Und erwischen Sie sich auch dabei, dass Sie in diesen Niedrig-Vibrationsbereich kommen?
Wenn Sie das kennen, dann möchte ich Ihnen hier und heute die Erlaubnis geben, als erstes sich darum zu kümmern, dass Sie in Ihren ganz persönlichen Flow-Bereich kommen. Das ist ähnlich wie im Flieger, wenn es einen Notfall gibt. Sie werden auch aufgefordert, erstmal Ihnen selber die Sauerstoff zu geben, bevor Sie andere helfen. Haben Sie keinen Sauerstoff, liegen Sie da bewusstlos auf dem Boden und können keinem helfen. Und so ist es auch in Ihrem Leben und in Ihrem Geschäft. Das heißt, drehen Sie alles um, und das ist meine Aufgabe für Sie heute. Anstatt mit Ihrem Marketingkuchen anzufangen, was auch sehr wichtig ist, fangen Sie mit Ihrem Vortex-Kuchen. Das habe ich von meiner Mentorin Fabian Fredrickson gelernt. Das ist Ihr Kuchen für Ihr persönlichen Flow-Bereich. Und es geht dabei zu wissen, was sind die 5, 6, 7, 8 Dinge, die Sie tun können, um in diesen Flow-Bereich zu kommen. Bei mir sind Sachen wie die Wochenenden freimachen. Am Abend früh aufhören um 17 Uhr, 18 Uhr. Es sind Sachen wie Bewegung. Es sind Sachen wie Lesen. Das liebe ich. Das bringt mich in diesen Flow-Bereich, wenn ich was besonders Interessantes lerne, was ich weitergeben kann oder für mich persönlich anwenden kann. Aber auch spirituelle Praktiken wie Meditation. Was sind Ihre Aufgabe ist es, machen Sie Ihren eigenen Kuchen, wo Sie identifizieren, was sind die Dinge, die Sie in Ihren eigenen persönlichen Flow-Bereich bringen. Und wenn Sie diese fertig haben, und ich habe bei mir 8 Stück identifiziert, bin gespannt, wie viele Sie finden für sich, dann highlighten Sie genau die eine Tätigkeit oder vielleicht 2 Stück von Ihrem Kuchen, Ihrem Vortex-Kuchen, wo Sie sagen, okay, wenn ich diese 20% Anwendung habe, ich 80% meiner Ergebnisse. Für mich ist das so bei dem Wochenenden freinehmen und die Bewegung in der freien Luft. Wenn ich diese Dinge sicherstelle, dann sind all die anderen Dinge, die ich machen könnte, um in den Flow-Bereich zu kommen, gar nicht so wichtig, weil ich schaffe das fast wie von alleine. Und die nächste Aufgabe an Sie ist natürlich, sich zu priorisieren, die Sauerstoff selber, ihre Maske selber aufzusetzen, zuerst bevor sie anderen helfen. Und das in der nächsten Woche konsequent zu tun. Also stellen Sie Ihr Vortex-Kuchen an allererster Stelle in dieser Woche und schieben Sie es nicht vor sich her, sondern machen Sie es als erstes. Kümmern Sie sich um sich selber als erstes. Und beobachten Sie dabei, was passiert. Dass zum Beispiel Ihre Ideen viel leichter fließen, dass Ihre Ideen von der Qualität höher sind, dass Sie Ihre Ausstrahlung so verbessern, dass Sie mehr Kundengewinnung in der Woche, ganz ohne, dass Sie viel tun oder wissen oder neue Marketingwissen sich aneignen müssen und. Und berichten Sie mir bitte zurück, schreiben Sie eine E-Mail an info@shaliastevens.com oder schreiben Sie hier unterhalb im Kommentarbereich und geben Sie mir Bescheid. Hat es Ihnen geholfen? Haben Sie das gemacht? Machen Sie das zu Prio Nummer 1 in Ihrem Leben und ich verspreche es Ihnen, es wird Ihnen so viel besser gehen persönlich und Ihr Geschäft wird viel eher florieren und Ihre Kunden werden umso glücklicher sein. Machen Sie das? Ich bin gespannt. Möchten Sie weitere solche Videos, Strategien und Tipps erhalten von mir, dann gehen Sie auf shaliastevens.com, tragen Sie sich dort ein mit Ihrem Namen und E-Mail-Adresse für meine Top 10 Ressourcen und Tools und Sie erhalten als Dankeschön gleich dazu eine E-Mail von mir regelmäßig mit solchen Ankündigungen, Strategien und Empfehlungen für sich und Ihr Business. Alles klar. Bleiben Sie in der Vortex, bleiben Sie in Ihrem Flow-Bereich und ich freue mich auf Sie. Auf Wiederhören!